Ein kleiner Junge liegt krank im Bett. Er würde so gerne raus zum Spielen, aber er darf nicht. Er hat schon wieder Fieber. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielt er mit seinen Bauklötzen. Er setzt sie zusammen, nimmt sie auseinander, setzt sie neu zusammen, nimmt sie wieder auseinander. Er entdeckt immer neue Formen. Der kleine Junge ist erwachsen geworden. Er ist gesund. Jetzt kann er nach draußen. Er geht in die Natur, in die Wälder und Berge, die er liebt. Dort hat er Platz zu atmen und zu denken. Große Gedanken für große Erkenntnisse. Aber er will die Welt nicht nur verstehen, er will sie ganz durchdringen. Er will die volle Wirklichkeit. Er will etwas tun. Dieser Mann liebt nicht nur die Natur, er liebt die Künste, er liebt die Musik. Er selbst spielt ausgezeichnet Klavier. Aber es gefällt ihm oft nicht, was er hört. Das liegt nicht nur daran, dass er eigentlich die wenigsten Komponisten mag, außer Beethoven und Mozart. Er findet das Klavier als Instrument ungenügend, der Obertöne wegen. Also denkt er nach, erkennt, nimmt auseinander, setzt zusammen, nimmt wieder auseinander und setzt neu zusammen. Und auch deswegen klingen Flügel von Steinway so, wie wir sie kennen. Darf ich vorstellen? Hermann von Helmholtz, der Arzt und Naturwissenschaftler, der Reichskanzler der Physik, der Philosoph und Geisteswissenschaftler. Aber eben auch der kleine Junge, der so gerne raus zum Spielen wollte. Wie erinnern wir uns an einen Menschen? Was bleibt uns im Gedächtnis von einem Menschen, den wir persönlich gar nicht kennen konnten? Und wie ehren wir diesen Menschen heute? Wie gratuliere ich meinem Ururgroßvater zum 200. Geburtstag? Zu seinem 70. Geburtstag hat Hermann von Helmholtz eine Tischrede gehalten. Darin blickt er auf sein Leben und seine Leistungen zurück. Er spricht von dem, was ihm wichtig war, was ihn begeistert hat. Er spricht von seinen Zielen und wie er sie erreicht hat. Heute würden wir das seine Legacy nennen, das, was er hinterlassen will. Anders als wir es heute erwarten würden, spricht er höchstens implizit von emotionalen Erlebnissen, die ihn geprägt haben. Er spricht nicht von seinen persönlichen Schicksalsschlägen, auch wenn sein Leben alles andere als frei davon gewesen ist. Er dankt seiner Familie, die ihn unterstützt hat und ihm die Zeit für die intensive Arbeit geschenkt hat. Aber er erzählt nichts Familiäres. Trotzdem ist diese Rede sehr persönlich. Man spürt beim Lesen den Menschen, der sie geschrieben und gehalten hat. Und es ist ganz klar, dass er uns in dieser Rede sagt, wofür er erinnert werden will. Aber Hermann von Helmholtz weiß, dass niemand das kontrollieren kann. Es klingt angestrengt, wenn er erneut versichert, dass er die seiner Schrift über die Erhaltung der Kraft vorausgehende Arbeit von Robert Meyer nicht kannte. Aber er anerkennt den prinzipiellen Mangel an Kontrolle über das, was andere über uns und unsere Leistungen denken. In der eigenen Einschätzung legt man notwendigerweise andere und subjektive Maßstäbe an. Hermann von Helmholtz erinnert daran, dass auch der große Goethe sich dem nicht entziehen konnte. Goethe selbst hielt seine Farbenlehre für seine größte Leistung. Aber am Ende haben Fachgenossen und Publikum anders entschieden. Stellen Sie sich vor, Hermann von Helmholtz wäre heute bei uns und hielte dieselbe Rede auf unserem Symposium. Viele von Ihnen werden sie kennen. Herr von Klitzing, Sie haben es ja zitiert. Was würden Sie als Fachgenossen und Publikum im Gedächtnis behalten? Was fänden wir an diesem Menschen relevant? Was würden wir mit den Ohren von Menschen des 21. Jahrhunderts hören? Ich höre das Folgende. Zuallererst höre ich Neugier. Schon als Junge will Hermann von Helmholtz lernen und begreifen. Auswendig lernen liegt ihm gar nicht. Merken kann er sich etwas nur, wenn er Zusammenhänge entdecken kann, sei es durch die Reimform von Gedichten oder durch beobachtbare Gesetzmäßigkeiten, zum Beispiel in der Geometrie. Und so stürzt er sich mit Feuereifer auf alle Lehrbücher, die er zu fassen bekommt, in der Hoffnung, dort die ganze Natur wie durch einen Zauberschlüssel erschlossen zu bekommen. Doch er wird enttäuscht. Was er liest, erscheint ihm altmodisch. Statt Gesetzmäßigkeiten findet er Mythologien. Gemeinsam mit einem Freund beginnt er deswegen schon als Kind, eigene Beobachtungen und Versuche zu machen.
gerne auch Versuche mit Säuren auf Kosten der Stoffe, die man sich aus den Schränken der Mütter geliehen hatte. Wo ihm die angebotene Lehrmeinung nicht ausreicht, gibt er sich auch als Erwachsener nicht zufrieden, sondern probiert es halt selbst aus. Solange, bis er, wie er es nennt, die ursächlichen Zusammenhänge der Erscheinungen entdeckt hat. Lehrbücher und überhaupt die Wissenschaft sind nicht das Ende der Antwort, sondern der Beginn der Frage. Als nächstes höre ich Ermutigung. Hermann von Helmholtz kokettiert in seiner ganzen Rede ein wenig mit der Bescheidenheit dessen, der alle Ehrungen erfahren hat und sagen kann, aber mit keiner gerechnet und keine verdient. Gleichzeitig merkt man ihm echte Demut an. Und dass er tatsächlich überrascht war, dass seine Arbeit über die Erhaltung der Kraft bei einem Großteil der Fachwelt als Stich ins Wespennest einer Grundsatzdebatte ernst genommen und vehement abgelehnt wurde. Rückblickend geht es ihm nicht mehr darum, dass es natürlich Zeit brauchte, bis seine schwierigen Gedanken breiter rezipiert wurden. Für ihn zählt, dass seine Arbeiten gerade bei seinen jüngeren Kollegen eine Veränderung der Haltung zur Folge hatten. Fast staunend erinnert er sich, dass er wesentlich Einfluss hatte auf den grundlegenden Diskurs zwischen Vertretern der metaphysischen und der naturwissenschaftlichen Herangehensweise. Das macht etwas mit einem jungen Menschen. Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie als Mensch oder als Wissenschaftler so richtig ernst genommen worden sind? Von einer bekannten Koryphäe bemerkt wurden, sei es durch Zustimmung oder eben auch durch Ablehnung. Was hat das mit Ihnen gemacht? Und wie gibt man eine solche Erfahrung weiter? Hermann von Helmholtz tut dies als Lehrer. Er erinnert sich an den Physiologen Johannes Müller, seinen eigenen Lehrer, der ihn tief beeindruckt hat. Nicht, weil er alles wusste. Im Gegenteil. Johannes Müller ist ein einflussreicher Lehrer, weil er es sich nicht in der Komfortzone der eigenen Überzeugung gemütlich machte, sondern weil er ernsthaft mit sich rang. Diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Beweglichkeit ist Hermann von Helmholtz auch in seiner eigenen Rolle als Lehrer wichtig. Er will seine Schüler nicht belehren, sondern überzeugen. Er begegnet ihnen auf Augenhöhe, achtet sie, wie er sagt, als die großen Männer der nächsten Generation. Seine Aufgabe als Lehrer versteht er nicht in erster Linie darin, über die Qualität seiner Schüler zu urteilen. Umgekehrt ist er überzeugt, dass seine Lehre vor der Intelligenz und den kritischen Fragen seiner Schüler bestehen können muss. Und auch wenn Max Planck gelangweilt war, verwendet Helmholtz viel Mühe darauf, in seinen Vorlesungen Überraschendes und Anschauliches zu zeigen. Sonst kommen die Studenten nämlich gar nicht erst zur Vorlesung. Und Hermann von Helmholtz findet das nicht unbotmäßig, sondern er versteht es als Ansporn, Themen zu finden, die die Studenten faszinieren. Und genau diese Haltung führt ihn unter anderem zur Entdeckung des Augenspiegels und beschert ihm den großen Moment, als erster Mensch eine lebende menschliche Netzhaut klar sehen zu können. Ein Gänsehautmoment. Auch mehr als ein Jahrhundert später. Als Lehrer beschreibt sich Hermann von Helmholtz auch immer als Lernenden, der von den Schülern die Vertiefung und Weiterentwicklung der eigenen Gedanken geschenkt bekommt. Er nennt diese neuen Erkenntnisse seiner Schüler Gedankenkinder, für die er mit der gleichen Vaterliebe sorgt wie für seine eigenen Forschungen. Seine Gedankenkinder sollen ein von ihm unabhängiges Leben führen können. Sie sind frei. Seine Schüler sollen auf seinen Leistungen aufbauen können und ihre Arbeiten unter ihrem eigenen Namen publizieren. Sein Wissen gehört ihm nicht als Schatz, den er eifersüchtig bewacht. Er teilt es, damit andere wachsen können. Ein Großer ist eben nicht deshalb groß, weil er andere klein hält. Ich höre Problemlösungskompetenz. Hermann von Helmholtz betrachtet die Wirklichkeit aus einer Vielzahl von Perspektiven. Er wendet seine Kenntnisse der Physik auf die Physiologie an oder bringt als Mediziner und Physiologe Phänomene in Kontexte, mit denen reine Mathematiker und Physiker nicht vertraut waren. Er versteht Naturwissenschaft, Philosophie und Kunst als unterschiedliche, aber gleichberechtigte Weisen, sich mit der Wirklichkeit zu befassen.
Die sinnliche Erfahrung von Kunst und Musik öffnet Augen und Ohren auch für naturwissenschaftliche Erkenntnis. Wenn Hermann von Helmholtz sich der vollen Wirklichkeit widmet, wie er sie nennt, dann liegt sie in all ihrer ganzen Komplexität vor ihm. Heute wird Komplexität hauptsächlich als Bedrohung empfunden. Ausgelöst durch den technologischen Paradigmenwechsel der Digitalisierung erleben wir einen gesellschaftlichen Epochenwandel. Die Komplexität unserer Gesellschaften hat sich enorm erhöht. Sie ist zu einem fundamentalen Bestandteil unseres Lebens geworden. Interdependenzen, auch Konfliktäre, werden nun offenkundig, die vorher schlicht nicht existierten oder einfach unerkannt geblieben waren. Nehmen wir die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Weltweit wollen wir Menschen ein würdiges Leben ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft bewahren. Wie kann dies bei einer stark wachsenden Weltbevölkerung mit immer höheren Lebensansprüchen geschehen? Wie wollen wir die Klimakrise, die geopolitischen Spannungen, die digitale Spaltung überwinden? Sicher nicht, indem wir uns von vermeintlich simplen Antworten und naturwissenschaftlich haltlosen Verschwörungsnarrativen leiten lassen. Sicher nicht, indem wir uns der Unsicherheit und dem Vertrauensverlust einer Gesellschaft ergeben, die es versäumt hat, ihre Fähigkeit zu schulen, mit Komplexität umzugehen. Sondern indem wir Korrelationen wissenschaftlich bestimmen, Ziele in Beziehung zueinander setzen und Handlungsoptionen abwägen. Der konstruktivste Weg, mit Komplexität umzugehen, ist der, den uns Hermann von Helmholtz vorgemacht hat. Auch er erlebt einen gesellschaftlichen Epochenwandel, den naturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel und die industrielle Revolution. Auch er erlebt explodierende Komplexität. Und er liebt sie. Er liebt das Neue. Er liebt die Rätsel. Er betrachtet die Wirklichkeit aus allen sich ihm eröffneten Perspektiven. Er wendet konsequent die von ihm entwickelten experimentellen und mathematischen Methoden auf die unterschiedlichsten Fragen und Situationen an und findet Lösungen. Seine Antwort auf Komplexität ist wissenschaftliche Methodik. Und das macht ihn gelassen. Trotzdem ist die Wissenschaft für ihn beileibe kein Spaziergang. Sie macht ihm nicht nur bildlich Kopfschmerzen. Er vergleicht seine Arbeit mit dem Bergsteigen. Dass Wissenschaft anstrengend ist und frustrieren kann, überrascht hier vermutlich niemanden. Was mich aber beeindruckt hat, dass im Bild des Bergsteigens bei ihm nicht der anspruchsvolle Aufstieg im Mittelpunkt steht oder gar der erfüllte Blick ins Tal, sondern die Fähigkeit umzukehren. Hermann von Helmholtz kennt den Weg zu Beginn eben nicht. Er nennt seine Reise irrationelle Schritte und Irrfahrten und erzählt von Wegspuren, die er ohne glückliche Zufälle nicht gefunden hätte. Und vor allem erlebt er immer wieder, dass er nicht weiterkommt. In diesen Momenten hält er nicht trotzig am einmal eingeschlagenen Weg fest. Er hält inne und kehrt um, bevor er sich versteigt. Fehler zu machen und sich einzugestehen, macht einen nicht zum Verlierer. Ich höre Dialog. Hermann von Helmholtz ist kein einsamer Bergsteiger. Durch seine ganze Tischrede ziehen sich Hinweise und Referenzen auf seine Familie, Freunde und Unterstützer, wissenschaftliche Weggefährten und Vorgänger, Gegner und Kritiker, Lehrer und Schüler. Er erwähnt, wie sehr ihn die vielen Briefe und ermutigenden oder dankbaren Zuschriften zu seinem Geburtstag berührt haben. Er weist immer wieder darauf hin, dass keine seiner Leistungen ohne die Vorarbeit anderer Denker möglich gewesen wäre. Er ist ein Netzwerker, der, wie wir heute sagen würden, in einem Ökosystem mit verschiedensten Partnern arbeitet und dankbar ist für Inspiration. Aber er muss das nicht als besondere Leistung hervorheben. Der persönliche Austausch gehört genauso selbstverständlich zu ihm wie der wissenschaftliche Diskurs, bei dem er sich nicht vor dem Angriff auf alte Autoritäten und dem Streit um die beste Antwort scheut. Selbstkritik, die er als wirksamstes Mittel gegen Hochmut stets üben will, geschieht in der Form eines inneren Gesprächs.
Er stellt sich seine sachverständigsten Freunde vor und fragt sich, was die zu seinen Gedanken gesagt hätten. Seine Freunde nennt er in dieser Übung sein Gewissen und seinen Maßstab. Der Maßstab seiner Arbeit liegt nicht in seiner Ambition oder seiner eigenen Geltung. Für Hermann von Helmholtz liegt der Maßstab außerhalb seiner selbst und er findet ihn im Dialog. Seit dem 20. Mai 2019 gilt das neue internationale Einheitensystem. Es wurde maßgeblich von der auf die Gründung durch Hermann von Helmholtz zurückgehenden Physikalisch-Technischen Bundesanstalt mitentwickelt. Viele von den heute Anwesenden haben gemeinsam dieses historische Ereignis gefeiert. Professor von Klitzing hat zur Feier des Tages die wahrscheinlich letzte weltweit existierende Flasche von Max Plancks Lieblingswein geöffnet. Und wir durften damit auf das neue SI anstoßen. Auch das SI als Maßstab des Messens wurde im Dialog gefunden. Im November 2018 hatten die über 100 Mitgliedstaaten und assoziierten Mitglieder der Meta-Konvention nach langer gemeinsamer Vorarbeit und Abstimmung für das neue Einheitensystem votiert. Einstimmig. In seiner Tischrede sagt Hermann von Helmholtz 1891, ich zitiere, die Wissenschaft und die Kunst sind ja zurzeit das einzig verbleibende Friedensband der zivilisierten Nationen. Ihr immer höher wachsender Ausbau ist ein gemeinsames Ziel aller, das in gemeinsamer Arbeit aller, zum gemeinsamen Vorteil aller angestrebt wird. Wie erinnern wir uns also an Hermann von Helmholtz? Und wie ehren wir ihn? Ich bin überzeugt, wenn wir wie er unsere kindliche Neugier bewahren, wenn wir einander ermutigen, frei in die Zukunft zu forschen, wenn wir gelassen bleiben und Probleme methodisch lösen, und wenn wir dazu immer im Dialog bleiben, dann führen wir sein großes Friedensprojekt Wissenschaft fort. Heute tun wir das aktiv, indem wir die Helmholtz-Preisträger ehren. Ihre Arbeiten sind auch Gedankenkinder von Helmholtz, Gedankenenkelkinder, Ur-Ur-Enkelkinder, für die er über seine eigene Zeit hinaus sorgt. Und wenn mein Ur-Urgroßvater heute hier wäre, ihr aller Gedanken-Ur-Urgroßvater, dann sähe er uns vielleicht so an.